Sie war eine der Schlüsselfiguren im System Kohl. Brigitte Baumeister, langjährige Schatzmeisterin der CDU. Im Untersuchungsausschuss wurde und wird sie vor allem nach einem Thema befragt, der 100.000-Mark-Spende des Waffenhändlers Schreiber im Jahr 94. Auf die Panoramafrage, ob es im gleichen Jahr noch weitere bisher verschwiegene Schreiberspenden gab, nur Ausflüchte. Ich könnte Ihnen nicht wundern, wenn in den letzten Jahren nicht an Spenden eingeladen habe. Da gibt es doch nichts zu sagen. Was soll es denn dazu zu sagen geben? Wie immer, nur nicht zugeben. Denn es gab weitere Spenden, die die CDU bis heute verschwieg. 20.000 Mark spendete Waffenhändler Karl-Heinz Schreiber an die CDU in Böblingen. Das ist der Wahlkreis von Brigitte Baumeister. Der Überweiser, die Schreiberfirma Bayerische Bitumenchemie. Baumeister erwähnte die 20.000 Mark von Schreiber nicht im Rechenschaftsbericht. Scheinbar korrekt, denn nur Spenden über 20.000 Mark sind meldepflichtig. Doch im selben Jahr gab es noch eine weitere Spende an die CDU, diesmal in Göttingen. Auch hier der Überweiser, die Schreiberfirma Bayerische Bitumenchemie. Am 24. Januar 1994 ist auf unser Konto, CDU-Kreisverband, eine Spende über 5.000 Mark von der, wie ich jetzt weiß, Schreiberfirma Bayerische Bitumenchemie eingegangen. Wir haben diese Spende ordnungsgemäß verbucht, in unseren Rechenschaftsbericht aufgenommen, an die Niedersachsen-CDU weitergeleitet und von dort aus ist dieser Rechenschaftsbericht an die Bundespartei mithin auch an Frau Baumeister gegangen. Die Frau, die heute nichts sagen will, wusste also Bescheid. 5.000 Mark aus Göttingen, 20.000 aus ihrem eigenen Wahlkreis in Böblingen, macht zusammen 25.000 vom Waffenhändler Schreiber an die CDU. Und wie gesagt, alles über 20.000 Mark muss im Rechenschaftsbericht ausgewiesen werden, auch wenn es in mehreren Teilbeträgen kommt. Ist Ihre Spende im Rechenschaftsbericht der Bundes-CDU ausgewiesen worden? Unsere Spende ist im offiziellen Bericht der CDU nicht ausgewiesen worden, weil sie 20.000 Mark nicht übersteigt. Sie hätte ausgewiesen werden müssen, zusammen mit der Spende an Böblingen, denn beide zusammen sind 25.000 Mark und deswegen veröffentlichungspflichtig. Warum ist sie nicht ausgewiesen worden? Das entzieht sich unserer Kenntnis. Zuständig war damals die Schatzmeisterin Baumeister. Haben Sie über Ihren Landesverband versucht, Frau Baumeister danach zu fragen? Ich weiß nur, dass sie mit den Schultern gezuckt hat und weitergegangen ist. Ich glaube, dass sie aus irgendwelchen Gründen, aus persönlichen Gründen, diese Spende damals und auch heute nicht veröffentlicht sehen wollte. Das Schweigen der CDU-Funktionärin geht weiter. Allen Fakten zum Trotz. Sie haben 20.000 Mark von Böblingen, 5.000 Mark in Göttingen bekommen. Warum haben Sie das nicht verbucht? Die Vertuschungsaktion der ehemaligen Schatzmeisterin wird die CDU einiges kosten. 50.000 Mark sind demnächst fällig. Und neue peinliche Fragen. Mal wieder.